Ich würde jetzt mal aufhören eigentlich. War eine recht gute Runde für mich, dann muss ich aufhören. Ansonsten fetzig, sehr fetzig. Abgesehen davon, dass mein Zimmer geheizt wird wie sonst was. Ja, das ist, glaube ich. Also sowohl GPU als auch CPU laufen auf 100%, ja. Da hatte ich bisher noch kein Spiel, was das geschafft hat. Ja, ich denke mal, das wird noch nicht ganz ausgereift sein. Halt Beta-Bild und so. Ja. Also vor allem, dass meine GPU auf Maximum läuft, glaube ich nicht. Aber nicht bei dem Spiel. Dafür ist es zu simpel. Also hat er doch so simple Texturen eigentlich. Aber Ja. Das haben die ja extra so gemacht. obwohl ich sagen muss, dass ähnlich wie die Unreal 3 Engine den Aufbau ziemlich gut macht. Also das ist nicht so, dass jetzt nur Haufen Texturen geladen werden, sondern die werden halt teilweise berechnet. Ja. Das siehst du beim Spielstart immer. Dann baut sich alles so Stück für Stück auf, das ist halt schön auf die GPU alles ausgelagert und statt auf die CPU. Okay, das Spiel beendet gerade nicht bei mir. Wenn das mal kein Zeichen ist. Also ich kann nichts mehr machen, aber es ist halt. Present and correct. Zwei gegen einen. Das wird ja lustig. Ah, jetzt kommen die ganzen Leute drauf. Er ist weg. Jetzt geht's losy. First, defend the extractor farm controls. Then stop them fighting their way down the escalators. Finally, don't let them destroy the pump controls. Don't let them plant C4 on the objective. Aber was ich cool finde, ist, dass es halt so recht blass gehalten ist und dann immer das Gelb, das finde ich voll gut. Ja. Das fand ich auch schon damals bei dem Mieses Runner-Game da. Wo alles rot war, rot markiert war. Cool. Weiß ich jetzt nicht genau. Wo man so auf die Dächer rumgerannt ist. Okay, was ist denn da los? C4 geplantet? Oh, toll. Good to be back. Disarm and C4. Fire is your health station here. I thank you. C4 diffused. Mann, dieser blöde Airstrike. Die eine spielt scheinbar nur Shotgun. Ich kann mit Shotgun überhaupt nicht. Irgendwie vorm Sterben. Oh, Muni wegwerfen wolltest. Ja. Was war denn das schon wieder? Okay, ich spiele wieder den Skyhammer. Das geht ja gar nicht. Ich kann auch erst wegschmeißen. Kann das? Und der eine hat auch immer einen Airstrike ready, ey, das ist so schlimm. Der hält sich doch nicht die ganze Zeit zurück, ungenervt.
Check fast möglich ist, wieder rein. Ich hoffe, das ist schon ordentlich mit Dauerfeuer, das Spiel, ey. Jo. Du kannst, brauchst manchmal nicht mal aufhören, während du neue Sachen wechselst. Oh, ich hab einen getötet. Ich kann dir auch keinen aufhelfen, weil... Objective destroyed. Don't let them plant C4 on the objective. Oh, ey, wirklich? Was ist denn das für ein... Ey, der macht zwei Schuss mit der Shotgun. Hauptsache einen Sniper haben. Sand in der Nähe. Oh, hey, von. Hey, was ist denn gekühlt? Doppelwitz vor dir. Was spawnen wir jetzt schon ganz hinten, Alter? Witz. Ich dreh durch. Ich seh auch mein blödes Chatfenster nicht irgendwie. Ja. Oh, das war dumm. Ich hab gerade meinen Airstrike unter eine. Unter irgendwas geschmissen. So, dass er nicht gesehen werden konnte, glaube ich. Ach, kommt doch nicht alle auf einmal. Hast du die gut? Was hab ich? Ja, du hast die gebrochen, also kein Airstrike war, sondern eine Granate. Ah, okay. Das sind ja auch noch. Schwer. Aha. Die Hitboxen sind auch noch ein bisschen träge, glaube ich. Boah. Mein Gott, wie kommen die denn da hoch? Krieg's nicht hin. Mine deployed. Reloaded. Das Gefühl, mein Gamepad ist alle. Das ist schlecht. Knüppeln die sich da oben einen ab? Geht doch mal weg. Oh, meine Fresse! Das ist echt der Wahnsinn. Ich komm da nicht rüber. Ich? Oh, ich hab eine Shotgun, die keinen Schaden macht. Super. Dreimal. Ganz nah ran. Das haben sie auch noch das C4 gelegt, Alter. Alter, was? Du hast drei Schüsse aus naher Entfernung. Ja, er ist nicht gestorben. Ja, ist geil, oder? Ich meine, das war ein Skyhammer, der hat mehr Rüstung, aber trotzdem. Ich denk mir nur so, what the fuck? Was soll denn das jetzt schon wieder? Oh, dieser Kackvogel geht mir so auf die Nuss. Der wirft immer so eine scheiß Stickbomben darüber. Überall hin, über die ganze Karte, kommt mir so vor. Mein Team chillt hier irgendwo. Hat noch nicht mitgekriegt, dass man hier was diffusen muss.
Oh. Oh. Das ganze Team einfach zu blöd. Oh. Wenn da irgendwas piept, dann muss man das doch entschärfen. Mission failed. Better luck next time. Du, es rennen immer wieder welche hin, aber die gucken nicht, ob da noch welche sind. Die schießen halt einfach. Zwei Level 1. Support on the way. Don't let them destroy the track switch. Stop them from blowing over the blocker carriage. And don't let them get the data cores to the chopper. Defend the objective. Don't let them plant C4. Ach, ich wirf gleich wieder mit dem Airstrike, Alter. It's showtime! Airstrike incoming! Oh, ich hab sogar einen erwischt. Was sagen das Team Attack hier aus? Also lustig, Joker ist glaube ich AFK. Yes. Okay. Von wem war der? Wo kam der hin? Aha. Abgehauen durch die Tür, ne? Ja, da ist er. Raiden. Schon mal gehört den Namen. Aber wo? Oh, zu blöd. Stuckt. Das ist ein Gegner. Schön auf mich zulaufen. Reloaded. Got bullets for you. Incoming fire support. Ich werf immer das Falsche. Ich will einfach nur Ammo schmeißen und schmeiß aber jedes Mal einen Airstrike. Nein! Jetzt hört sich das aber langsam. Alle tot oder was?
Got bullets for you. Erstmal schön Ammo schmeißen am Anfang der Runde, das ist wichtig. Ohne Ammo kann man auch keinen umlegen. Reloaded! Das ist immer, wenn man mehrere Leute gleichzeitig schießen muss. Das Fadenkreuz muss ich mich noch gewöhnen. Nice! Schon wieder! Das ist auch immer lustig, die Leute, die dann einfach sofort hochhelfen wollen. Oh ja, super. Sunny dahinter. Ach, man kann doch nicht alles alleine machen. Der ist gut, der Typ. Raiden. Der kann ein bisschen aim. Oder ich bin einfach zu kacke. Weil das ist realistisch. Ach, zwei gleich. War nicht gerade noch ein Typ von mir hinter meinem Rücken irgendwie und... Ja, der wirft erstmal fleißig Airstrikes, obwohl das Ding gleich hochgeht. Ah, Mann. Er kriegt Gaunisch mit. Springt nach vorne irgendwo bei den Gegnern rum. Muss sich gleich wundern, warum da gar keiner mehr kommt, weil die nämlich jetzt vorne spawnen. Ich finde es lustig, dass es Stick-Together-Punkte gibt, das heißt, die versuchen hier Teamarbeit zu belohnen, indem man zusammenläuft, weil es ja eigentlich auch ein Team-Game ist. Defuse the C4. Wo ist er denn? Raiden natürlich, ne? Ich bin einfach zu kacke. Einfach zu kacke. Nehme ich einfach mal die Shotgun, die keinen Schaden macht, damit ich schneller defüßen kann. Hat auch gleich nochmal die nächsten umgelegt. Alter. Disarming C4. Hallo? Dann hab ich's gleich geschafft.
Ja, der ist definitiv etwas schneller als ein normaler. Ich hätte es noch geschafft. Ich hätte es noch geschafft. Dup, dup, dup. Kann ich noch das haben? Mission accomplished, but you made that look hard work. Ach, hier gibt's keine XP oder was? Nur Coins. Hey, Char. Ist mal lustig, wie die Leute es nicht hinkriegen, auf Login zu klicken. Okay, Party starts here. Euse Extractor Fan Controls. First you have to destroy the extractor fan controls. Then head down the escalators to the lower levels. And finally, destroy the pump controls to flood the archive. Destroy the objective! Das ging fix, genauso wo ich vorhin auch gehauen, ne? Raiden wieder mit seinem Medic Boost. Shotgun, ey, die kannst du eigentlich völlig vergessen. Wobei das Ding jetzt auch nicht sonderlich besser ist. Hä? Wie schnell kann man jemanden umlegen? Come on, come on, get C4 on that objective pronto! War nicht mal mit dem vollen HP geheilt. So, kann man jetzt hier immer noch rüber hoppen? Das würde mich mal interessieren, oder haben sie den Bug aus der Beta gefixt? Haben sie gefixt. Er ist so krass drauf mit der Waffe. Die macht eigentlich kaum Schaden. Aber er rastet richtig aus damit. Wahnsinn. Das war ein nice Lag.
Hopp. Und dann gleich planten. Da sitzt schon einer. Da kommt Red wieder. Oder? Ach. Wie der Ring hier an der Waffe immer zittert. Ja, das ist echt lustig. Macht euch gar keinen Spaß. Oh, das ist ein Erster gewesen. Das ist wieder Raid. Ich möchte sagen, den kenne ich aus der Beta. Wenn ich alles täusche. Ja, der Name kommt mir irgendwoher bekannt vor. Kumpel von mir hieß mal, glaube ich, so. Aber der wird nicht zocken, der ist im Urlaub.